Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil. Dem Spiel, wo keine Musik laufen will und deswegen eine gruselige Atmosphäre schafft. Scheiße. Ey, komm, ein bisschen Musik. Musik wäre nicht schlecht. Bitte. Das ist keine Musik. Ist voll lustig, wie er die Tram runterläuft. Schlüssel für das Haus wenden. Sie brauchen diesen Schlüssel nicht mehr. Ablegen. Okay, dann ja. Wenn ich ihn nicht mehr brauche, dann lege ich ihn ab. Dass der jetzt aufsteht. Was ist denn jetzt? What? Oh, da war ein Zombie. Strom ist wohl nicht. Welches verwenden? Das brauchen sie jetzt nicht. Okay. Egal, scheiß drauf. Oh, lege. Nehmen wir mal die Strohfunde. Überhaupt was zur Heilung? Nein, so ich mich kenne, habe ich sowieso keine Heilung. Zumindest in dem Spiel habe ich irgendwie bis jetzt gar keine Heilung irgendwie nur gehabt, ne? Ist eigentlich voll dumm. Heilung ist ja super wichtig. Ja, meistens habe ich sie nur benutzt oder irgendwo weggelagert, weil ich keinen Platz mehr hatte. Goddammit, dieser Scheißplatz. Hättet ihr nicht einen Rucksack mitnehmen können? Klingt dumm, aber hätten sie nicht mehr Platz. Wahrscheinlich haben sie ihn fallen gelassen, wo die Hunde sie verfolgt haben. Möglicherweise können sie mit einem ein. Ja, ich habe einen.
Wenn man jetzt, wo ich aber wieder Platz habe, habe ich leider vielleicht ein Erste-Hilfe-Spray oder so drin. Nur mal so. Jetzt habe ich ja wieder Platz. Und dann kann ich hier kurz mal abspeichern. Und hier auch das Fahrbahn dann kurz hier rausholen. Jetzt hoffe ich, dass ich so oft in den gleichen Orten bin. Was soll ich denn machen? Ich habe grünes Kraut, aber das bringt jetzt auch nicht so viel. Ich kann aber die Hundepfeife vielleicht mitnehmen. Was? Ja, will ich auch. Gehen wir mal in die Tür rein. Hoffentlich erwartet uns da nichts Böses und vor allem keine Hunde. Ja, mal die Hundepfeife verwenden. Mal gucken, was die macht. Was ist das? Wir wachsen grüne Kräuter, die brauchen sie jetzt nicht. Dann schätze ich mal, habe ich volles Leben. Jetzt warte mal, bevor ich da jetzt reingehe, will ich das noch überwenden. Sie haben die Hundepfeife geblasen. Moment. Das war jetzt wahrscheinlich nicht gut. Nein, war's nicht. Oh. Der ist schon tot. Oh, ja, bitte können sie nicht tragen, wie ich das liebe. Oh, scheiße. Nein. Wie? Ich kann auch gar nichts wegwerfen. Na, wieso denn? Verschieße ich auch mal die ganze Schuss, würde ich sagen. Wow! Ausrüsten und dann verschieße ich mal meinen ganzen Schuss. Sag mal. Okay. Muss ich eigentlich nachladen, ne? Perfekt. Das ist Big Brain. Halsband. Haben wir da immer irgendetwas bei, wenn wir das prüfen? Untersuchen. Da ist ein Schalter. Ja, betätigen natürlich. Eine Münze war im Halsband verborgen. Aber nicht schlecht. Keine besonderen Merkmale. Okay. Wie sieht es mit meinem Leben aus? Gesund. Also alles noch gut. Sehr schön. Aber können wir vielleicht doch noch irgendwas hier machen? Wir können es auf jeden Fall noch prüfen. Man kann es auch umdrehen. Was ist das? Aha! Moment mal, können wir den dann jetzt einsetzen bei der einen Todesfalle, wo ich immer verreckt bin? Ich nehme mir meine Shotgun raus. Der hat gegen die Hunde echt super funktioniert. Laufen wir da mal hin. Lalala. Oh. Ja. Ich dachte, es war die Tür. Hier ist die Tür. Brauchen sie wahrscheinlich nicht mehr.
Ja, komm, leg's halt ab. Wenn ich mir schon sage, brauchen sie wahrscheinlich nicht mehr. Wahrscheinlich ist es auch einfach nur Hunde anzulocken. Was ich allerdings nicht wusste, ich dachte, dann hören sie auf, mich zu beißen. Also vielleicht irgendwie das Geräusch nicht mögen oder so. Keine Ahnung. Meist im Real Life ist es auch nicht so, aber mein Gott, das ist Resident Evil. Wir wissen ja nicht, wie Zombie-Hunde sind. Oder weiß das jemand von euch? Also wir brauchen auf jeden Fall dann zwei Platz. Also zumindest jetzt eigentlich nur einen Platz. Also das Fahrband können wir dann auch direkt wieder rein. Denn wir brauchen ja erstmal Platz für den einen Schlüssel und Platz, damit ich den einen Schlüssel da rein tun kann. Boah, Alter, hoffentlich funktioniert das, ne? Ich meine, wäre jetzt auch nicht so schlimm, weil ich hier jetzt abgespeichert habe, aber trotzdem. Da bin ich jetzt schon einmal gestorben. Ich bin jetzt schon zweimal im ganzen Spiel gestorben, einmal durch einen Hund und einmal halt durch die Falle. Das war sogar direkt im ersten Part. Dann bin ich da einfach mal blind lang gegangen. Da hat mir einfach gedacht, oh, ein Schlüssel, ist ja toll. Tot. Man braucht so dieses... Also man braucht das, man muss auf jeden Fall einen Hund töten für dieses Halsband. Oh mein Gott, das sind scheiß Zombie-Hunde, ich hasse Zombie-Hunde. Wo lang ging das jetzt eigentlich nochmal? Ich habe ja zum Glück alles getötet. Er legt ein Pistolenmagazin. Das nehme ich dann gleich mit. Wo wir dann eh nur noch einen Platz haben. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir hier überhaupt lang müssen. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssten hier weiterlaufen. Wow. Ich habe mich nicht erschreckt. Ja. Ah, shit, here we go again. So, ich habe noch einen Platz. Das ist wohl einen Frieden im Tod finden. Da dachte ich eigentlich, das wäre nett, aber das ist eigentlich echt gar nicht nett. Jetzt komm, lass mich doch was machen, Spiel. Spiel, halt. Muss ich mir noch mal die Cutscene zeigen? Oh, jetzt muss ich gerade gucken, welcher der richtige Schlüssel war. Schon keine Gefahr mehr. Jetzt muss ich wieder zum Zombie. Weißt du was? Da für Zombies benutze ich nur eine Pistole. Die sind nicht so schlimm wie Zombie-Hunde, die man am liebsten one-hitten würde. Was so die Shotgun tut. Im Spiel nicht. Ey, ich wusste es! Was, wie schnell ist denn der? Ich nehme vielleicht doch die Shotgun. Junge, wie schnell war der denn? So schnell sind die Zombies in Resident Evil nie. Die sind immer super langsam, so wie ich es mag. Dann stellen sie für mich nicht wirklich eine Gefahr dar. Aber der sprintet einfach nicht zu. Du hast einen Arsch. Oh. Hier musste ich hin. Wo kam ich denn jetzt nochmal her? In irgendeiner. Wenn ich jetzt sage, was. Hier. Ich werde gerade sagen, es ist irgendeine Tür an der Seite. What the fuck? Woher kommen die Schlawiner? Woher kommt diese Schlawiner?
Oh, die Musik ist toll zu hören. Ich mache dieses Farbband. Will ich jetzt auch. Nein, ich bin den Farben nicht. Nur halt speichern ist in dem Spiel echt sehr wichtig. Und vor allem einfach so ein scheiß Zombie auf einmal rauskommt. Das war jetzt ja nicht der einzigste, der jetzt kam. Was ist das eigentlich für ein Schlüssel? Ist das der Helmschlüssel? Es gab ja noch zwei andere. Was gab's? Helm und Rüstung, Schlüssel. Sie haben einen Schlüssel für das Haus verwendet. Ist ja toll. Oh, ja. Gut. Das als Verteidigungsding. Alles klar. Ah, geht's noch in der anderen Seite irgendwo weiter? Oh oh. Na, ich hör euch. Was gibt's denn hier? Ein Pistolenmagazin. Oh mein Gott. Ich hab jetzt echt ein bisschen viel Schuss, so. Ehrlich gesagt würde ich wieder in den Safe Room gehen und vielleicht ein paar Objekte lagern. Wie zum Beispiel das Pistolenmagazin. Ich bin mir ziemlich sicher, ich bin nämlich sehr sparsam mit meiner Munition tatsächlich. Auch wenn man das vielleicht in dem Let's Play nicht merkt. Dass ich vielleicht dann bis zum nächsten Safe Room dann auch noch wieder noch Munition übrig haben werde. Und den Edelstein. Weil den Edelstein, den scheine ich nicht zu brauchen. Aber vielleicht nehme ich ihn doch lieber mal mit. Weiß er nie. Mit den Farbbändern bin ich nicht sparsam, das weiß ich. Ja. Irgendwann werde ich es bereuen, weil ich jetzt bald nicht mehr abspeichern kann. Und das Spiel geht noch länger. Das war natürlich bereit. Nee, ich gehe einfach nur lieber sicher, weil nicht, dass wir da vielleicht da irgendein Item dann haben, was ein sehr wichtiges ist, und ich habe da Pistolenmagazin. Ja, Pistolenmagazin ist da auch sehr wichtig, klar, ja, aber und wenn ich noch gut Schuss habe, dann ja wohl eher weniger. Aber wie viel Schuss habe ich? 15. Dann mache ich lieber erstmal meine Shotgun leer. Tür wird von etwas blockiert und lässt sich nicht öffnen. Oh nein. Oh! Ach, guten Tag auch an dich.
Da ist noch einer. Okay. Jesus. So. Oh mein Gott. Was war das gerade? Na, jetzt ist noch die Tür, aber hier scheint auch noch was zu sein. Ja, auch noch eine Tür. Uiuiui. Was ist das? Hier ist eine Inschrift. Ein Tiger im Glanz des blauen und gelben Lichts. Moment. Na, ja. Es geht. Oh, Schrotmunition. Gewehr. Und jetzt brauchen wir noch so einen gelben Edelstein. Und dann geht es auf die andere Seite. Dann bekommen wir wahrscheinlich irgendein Key-Item. Vermute ich jetzt mal. So, wir brauchen nämlich noch ein Item für nachher. Das hole ich mir dann schnell mal im Safe Room ab. Ich werde nicht abspeichern. So, vielleicht hier sagen, ja, das ist doch blöd. Ja, aber man hat halt eben Farbbänder. Ja, ich übertreibe auch mit dem Abspeichern. Nur wenn ich ihn. Ich kenne sogar immer so den Safe Rooms hin. Aber wenn ich halt sterbe, dann will. Deine Scheiße. Das ist echt scheiße. Where to go? Ja, okay, ich weiß wohin. Macht gar keinen Sinn. Gehen wir mal wieder zu dieser ekelhaften Pflanze. Nein. Nutzen wir nämlich erstmal die Chemikalie. Der Decke. Jetzt pumpen. Auf welche Farbe möchten Sie den Schalter stellen? Rot. Bam, da geh ich down. Ich finde es halt echt schade, dass ich dieses ganze Kräuter nicht mitnehmen kann. Hätte ich im Safe Room mehr Sachen lagern sollen, ne? Und es ist halt auch noch so viel Kräuter. Aber weißt du was? Ich gehe jetzt nochmal in den Safe Room und tu da mal ein paar Sachen jetzt so rein. Ich meine, ich werde die Schlüssel eh noch, vor allem diesen Hausschlüssel, werde ich wahrscheinlich eh wieder abholen, nur halt. Kräuter ist halt echt auch super wichtig. Das ist halt echt mega schade, wenn ich das nicht mitnehmen kann. Und hier kann man ja sogar drei Kräuter miteinander verbinden und dann hat man eine volle. Und das ist halt ein ganz voll. Und deswegen, das ist einfach nur super wichtig. Und ich werde wieder nicht abspeichern, ich werde einfach nur Sachen lagern. Ich meine, die Kisten außerhalb in diesem komischen Esssaal verbinden, sind immer miteinander verbunden. So, jetzt haben wir drei Platz und das reicht dann für drei Kräuter, womit wir uns eins machen können. So ein ganz großes. Und dann nochmal so eine Brühe. Dann haben wir erstmal Heilung.
das werde ich auch nicht, das werde ich auch nicht einfach so verwenden, vor allem dieses große. Das kleine, diese kleine Zutat kann man ja verwenden, wenn man irgendwie Warnung ist, aber Gefahr. Oder heißt das hier überhaupt Gefahr oder geht's da überhaupt diese Level? Ich denke eigentlich schon. Und hätte man das auf grün gemacht, dann hätte man sich das ganze Kräuter hier weggemacht. Das ist mega schade. Vor allem, das ist auch noch so viel, ne? Was haben wir hier? Todesmaske. Nett. Haben wir nachgeguckt, ob wir noch Platz haben. Ja. Aber nicht viel. Was ist denn eigentlich hier? Oh! Wehrmunition. Hey! Sehr schön. Ah, lass uns wieder reingehen. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Ich will mich nirgendwo sicher in dem Spiel. Nicht in dem Teil. Also im zweiten habe ich mich in manchen Orten sicher gefühlt, aber hier. Weiß nicht, irgendwie finde ich den. Ja, der erste hat auch so eine krasse Atmosphäre, wo man sich nicht sicher fühlt. Man kann sich nicht sicher fühlen. Das ist Resident Evil. Man kann sich in gar keinem Teil sicher fühlen. Jetzt haben wir ja hier diesen Schlüssel, jetzt kann man eigentlich überall aufschließen. Wir haben den Schlüssel für das Haus verwendet. Gehe ich aber nicht rein. Wenn ich jetzt noch nicht. Schlüssel für das Haus verwendet. Ach, ist ja schön dieses Geräusch. Oh. Ah ja, gut. Hier kam man schon. Oder Mann, ist es überhaupt? Jetzt, dass ich jetzt denke. Sehr nice. Let's save. Und dann war es so im Part. Lol, wie viel Heilspray liegt hier gerade rum? Habt ihr das gerade gesehen? Lol! Ja, dich meinte ich nicht. Oh mein Gott! Das erste hier verwenden wir mal erstmal. Und das nächste nehmen wir mit. Hier haben wir nochmal Gewehrmunition. Und tun wir auch hier rein. Junge, wie viel ist da denn auf einmal? Was heißt das Große? Tue ich mal rein. Das Große ist ja eigentlich nur für No. Ja, okay, Farbband brauche ich auch noch kurz. Let's go. Hier einen Fortschritt speichern, ja. So, aber ich würde sagen, weiter geht's im nächsten Part von Resident Evil HD Remake. Oder Remastered eigentlich nur. Und ciao.